für Julia Holz und ihren Ivan gibt es doch ein Happy End. Die Goodbye-Deutschland-Auswanderin kämpfte in den vergangenen Monaten gegen den Krebs, mit Erfolg. Während dieser schweren Zeit stand ihr Partner Ivan immer zur Seite. Im Dezember trennte sich das Paar jedoch. Ivan fühlte sich in Rostock nicht wohl, Julia wollte dort jedoch nicht wegziehen. Jetzt haben die beiden aber wieder zusammengefunden. Bereits kurz nach der Trennung hatte Julia zugegeben, dass sie den Vater ihrer gemeinsamen Tochter sehr vermisst, offenbar ging es Ivan genauso. Die beiden gaben ihrer Liebe nämlich eine zweite Chance und zogen gemeinsam nach Heinsberg, verriet die Beauty RTL. Dort haben die zwei wohl ein Heim gefunden, was ihnen sofort gut gefallen hat, besonders romantisch, Ivan überraschte seine Julia mit einem Blitzumzug. Während die YouTuberin nämlich mit ihrer Tochter im Disneyland war, organisierte er heimlich den Umzug und überraschte seine Traumfrau bei ihrer Ankunft.